Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, fordert jetzt auch schwere Waffen für die Ukraine und er möchte, dass der Bundeskanzler das jetzt selbst in die Hand nimmt. Sehr geehrter Herr Merz, wir hoffen nur, dass der böse Kriegsfürst Herr Putin das nicht in die falsche Kehle bekommt und das eventuell als eine Einmischung wertet. Dann haben wir hier ganz schlechte Karten. Allerdings muss ich auch gleichzeitig zugeben, dass die meisten meiner Mitbewohner hier in diesem Land diese Politik für richtig erachten. Und das beunruhigt mich doch. Zutiefst haben wir nicht schon alle einmal gerufen, ja, wir wollen den totalen Krieg. Nun, wie dem auch sei, mir fällt das Sprichwort von Zuckerbrot und Peitsche ein. Und da die meisten mit der Peitsche kein Problem haben, da hat sich der bayerische Ministerpräsident Herr Söder gedacht, dann braucht auch das Zuckerbrot nicht so üppig ausfallen. Und er fordert jetzt von ARD und ZDF weniger Unterhaltungssendungen. Vielleicht sind mehr Sendungen, die sich mit dem Krieg beschäftigen, ja zielführender. Ich weiß es nicht genau. Ich kann nur sagen, Leute, bleibt wachsam, schaut über den Tellerrand, lasst euch kein X für ein U vormachen und bleibt weiter dabei, dass ihr eure Meinung sagt, ob bei Demonstrationen oder Spaziergängen. Wir müssen am Ball bleiben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis dann, tschüss und ciao.